Herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge von Transport Fever. Stehen wir auf zweimal. So. Wie man sieht, hier steht schon eins bereit für unsere LKWs, die jeweils 8 mitnehmen können. Die sind also schon optimiert eigentlich. Sehr. 44 Produktion. Ich glaube, die Anzahl passt in etwa hier. Wenn es nicht eher zu viel sind. Na gut, die Rückfahrt eher zu wenig. Keine Ahnung. Er hat ein Kohle dabei, steht 2 bereit. Lohnt sich das Umkehren auch nicht. Dann können wir immerhin mal 1 produzieren. So, jetzt habe ich mir gedacht, um dann die Schlacke abzutransportieren. Potenzial ist 0. Hier ist 70, 72, 72. Also die Anzahl reicht, glaube ich, schon mal aus für die Produktion. Weil 70 ist auch das, was wir da mitnehmen können wahrscheinlich. Und 0 Schlacke. Das hat aber auch kein Maximum da. Okay, die produzieren von alleine. Steinbruch. Also wenn wir da eine Linie abbauen, dann ist da schon Stein bereit. Die, keine Ahnung, was die machen. Die Frage ist natürlich, wie bringen wir die Lebensmittel von hier nach da hinten, dahin. Weil hier ist es ja einfach. Also wir können da mal, ich glaube, ich muss da schon noch eine Buslinie hinbauen, aber die muss nicht gerade groß sein. Ah, jetzt habe ich da was falsche Taste gedrückt. So, da kann man nicht schauen, was die abdecken. Das ist schade. Da steht schon 12 Kohle, super. Und wir haben schon 1 produziert wahrscheinlich. Weil die Kohle ist schon ausgegangen. Gut. Steht aber schon 1 bereit. Die Frage ist, wir brauchen dann das beim blauen Gebiet. Das blaue Gebiet ist da oben. Also für eine volle Abdeckung muss es irgendwo... Hier reicht es nicht. Hier würde es auch reichen, das wäre eine günstigere Variante hier. Das, da gefällt mir aber auch sehr gut, hierhin. 400.000, natürlich nicht günstig. Sie verteilen sich aber nicht von alleine, natürlich. So. Wir können auch die Straße hier noch zusammen machen. Hier vielleicht auch, so. Dann geht die Linie nämlich viel schneller nochmals. Der hat 7 Minuten, die 34 Sekunden. Jetzt kommt er hier an. So, ich weise ihm die Linie 2 zu, weil dann beginnt er wieder hier. Weil er hat ja eh keinen Stahl dabei. So. Also mit dem Gelände habe ich echt ein bisschen zu kämpfen hier. Güter. Da nehme ich jetzt die. Lebensmittel, oder?
Ja, Lebensmittel, gut. Weil die sind einiges günstiger, habe ich das Gefühl. Aber diese Stadt hier ist ja auch gar nicht das Problem eigentlich. 1, 2, 3. So. So, jetzt hat er 20 Kohle dabei. Fährt los. Hier ist bereits 15 Eisenerz eingelagert. Ist schon mal nicht schlecht. Produktion ist 100. Wow. Schön. Also die Produktion springt sofort an. Der Krieg hat aber schon begonnen, glaube ich. Oder? Theoretisch schon. Was ist die Aufgabe? 10% Lebensmittel. Gut. Hier werden wir es locker schaffen, denke ich mal so. Wir haben nur noch ein paar andere Problemchen hier. Schauen wir uns das mal hier an. Wenn wir jetzt hier so einen Schiffshafen... Da würde es gehen, hier. Hier auch. Die Frage ist nur, kriegen wir hier 10% Versorgung hin? Nicht besser wäre hier drüben, da. Es kommt nicht ganz so weit. Wir könnten es aber zentral an einem Ort machen und dann noch darüber fuhrwerken. Das wäre vielleicht eine Idee. Nur wie sieht es hier mit den Höhenlinien aus? Also hier geht es hoch, hier auch. Da wäre der eheste Weg. Hier so. Komm, ich baue das mal hier. Okay, da hat es stramme Linien hier. Ich denke, das ist eine, mit dem Schiff wird das, könnte das gut klappen. So. Nur haben wir noch Geld, das ist die andere Frage. Aber es gibt sicher noch ein bisschen Kredit für mich. Wie immer. So. Neue Linie. Dann brauche ich ein Güterschiff. Das ist das Tankerschiff und hier haben wir alles Mögliche. Und dann machen wir mal Lebensmittel, da. 100 Lebensmittel auf einmal. So. Könnte man vielleicht auch kaufen. Fast 500.000 ist natürlich auch ein rechter Betrag. So, ich mach mal Pause schnell. Da ist noch nichts angekommen. Der Zug ist aber hier unterwegs mit 2. Kohle ist aber jetzt da. 9 Schlacke ist auch schon im Lager. Potenzial 150 bereits. Immerhin die Produktion kann jetzt laufen, da bin ich schon mal zufrieden. Wir schaffen 25 etwa. ...30 hier oben. Und hier schaffen wir 90. Es geht aber schon wieder runter, na gut. Der Zug da hat noch wenig Schwierigkeiten, habe ich so das Gefühl. Obwohl er eigentlich sehr schnell fährt.
So. ...93.000 hier wieder. Überrissene Preise. So, ich glaube, Bahnhof lohnt sich hier nicht. Wir müssen ja so um die 10% hinkriegen. Dann sind sie schon zufrieden. Wahrscheinlich tobt dann der Krieg und dann muss es noch mehr sein. So, hier wäre natürlich sehr schön. Dass hier immer alles bebaut sein muss, ist schon... Versuch mal hier eine Straße rauszuziehen. Je hell, je dunkler, je weniger Wert hat es. Also zum Beispiel hier. So. Muss ein bisschen so arbeiten. So haben wir eine schöne Abdeckung hier. Neue Linie von da zu da. So. Ja, hier hintenrum bringt auch nichts. Muss hier noch ein Depot hin und ich hoffe, es funktioniert dann. So circa. Dann nehmen wir auch die. Die Fahrt ist ja nicht so weit. Lebensmittel 5. Ich glaube, die sind hier zu viel, habe ich so das Gefühl, aber ja. Okay, jetzt haben wir nur noch ein Sorgenkind und das ist diese Stadt hier. Gut, 97 ist halt schon eine Anzahl. Also die brauchen ein ganzes Schiff hier. Da müssen auch zwei Schiffe fahren. Oder wir transportieren es halt über die Bahn. Hier entlang. Aber ob die schnell... Ja gut, die ist schon schneller. Ich lasse mal laufen so. So, nur schon wenn das schon mal irgendwie läuft. Genau, die da hier kommen. Da das Schiff rauskommt, auch wenn hier noch nichts produziert wird, mal schauen, wo es hingeht. Es kann jetzt theoretisch hier hin oder hier. Ich spule mal vor, bis der Zug kommt. Gleich wird uns wieder Küsten abgezogen hier. $10 Millionen ausgegeben, 1,2 Millionen. So. Da bringt 2 Stahl. Na super. Das ist natürlich sehr viel. Vier Produktion, 3 im Lager. Ein Brot ging dahin. Das restliche Brot, wo geht's hin? Drei im Lager, 2 im Lager, also noch eins hierhin. Potenzial ist 194, das heißt, die Stadt ist schon dazugerechnet. Denn Malmö braucht 84 und Göteborg braucht 133. Ja, plus minus die Häuser, die nicht ganz erschlossen sind. Das Schiff kann eigentlich umkehren, so.
So, 24, 25. Ich glaube, wir haben ein bisschen weniger Kohle als Eisenerz. Auf jeden Fall ist jetzt hier 31 Stahl für Deutschland, deutscher Stahl unterwegs. Das Schiff kehrt überhaupt nicht um. So. Da hatten wir 4. Also alle 4 gingen hier hin. Das heißt, die Stadt hier, die ist schon mal für 2% angeschlossen. So, jetzt gibt es dann gleich Produktionsware. Dann stehe ich mal die Zeit ein bisschen runter. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt kommt die Ware ins Lager hier. Stahl. Und aus den 20 Stahl gibt es jetzt etwa 40 Brot. Und hier steht auch schon eins bereit. Der kann halt nicht wenden. Gut. Gut, ich kann ihn ins Depot zurückschicken. Mal schauen, ob das funktioniert. Ja, jetzt geht's. Gut. Okay, jetzt haben wir 60 produziert. Eins geht hier hin. Die anderen sind alle im Lager. Potenzial schon 204. Und wo auch immer. Der Stahl lagert hier. Ah, ich weiß warum. So, wir müssen dem die Linie zuweisen. Ja, jetzt kehrt er wieder. Wendet er. Weil sonst, wenn keine Linie zugewiesen ist, wird hier auch nichts dazu gezählt. Hier zwar auch nicht, komischerweise. Hier ist noch gar nichts angekommen, wieso? Was für eine Linie fahren die hier? Ah ja, die ist die schnellste. Ein Brot und 60 behalten sie da. Okay. Steht wieder bereit. Kohle ist ausgegangen. Ja, Kohle sind wir weniger. Kohle dabei aber. 76 Produktion. 68. Gut, wir haben eigentlich nur noch ein Problem. Das da. Plus Stein und die Schlacke für da unten und dann von da unten wieder da hoch. Mit dem könnte man wahrscheinlich das gute Geld verdienen. Es kostet aber auch etwas. Und ich glaube, zuerst muss man hier mal das da in den Griff kriegen, habe ich so das Gefühl. Der Krieg ist schon bald vorbei. Es beginnt aber auch irgendwie spät, habe ich das Gefühl. Oder es läuft über den Zweiten Weltkrieg, könnte auch sein. Da backt irgendwas rum. So, die sind hier schön unterwegs, 6 von 8. Also hier steht auch zu wenig bereit, 3 von 8. Die sind zu viele. Ich glaube, wir können uns das schon zumuten, dass wir die auch mit Karren darüber schaffen. Schauen wir mal das Gebiet an. Hier wäre natürlich gut. Das wäre sehr zentral da. Hier ist es zu teuer. Hier hinten bringt es einfach nichts. Das würde auch noch gehen da. Irgendwo hier rum. Da ist es schon wieder zu weit weg, glaube ich. Ja. Machen wir wieder das Ganze gleich. Einem ganz hellblauen, wenn es noch eins hat. Ja, das ist zu teuer natürlich.
Eins kostet hier 300.000. Das wahrscheinlich. Ah ne, das ist günstiger. Das ist noch günstiger. Ah ja, je dunkler, je günstiger. Stimmt. Blöd. So, dann hier hin. Schnell schauen. Ja. Gut. Neue Linie. Von da nach da. Schnell die Linie ein bisschen optimieren. Sonst sieht es gut aus hier. Wir können aber hier noch die Straße ein bisschen aufwerten. Nee, das wollte ich gar nicht. Ah, das ist es. Blöd. Wieder Geld ausgegeben für nichts. So, können Sie auch schneller fahren hier, wenn wir schon LKWs haben. Güter, dann die größten. Lebensmittel, da machen wir so eine Farbe. Ich kaufe mal 6, sind zwar übertrieben viele, aber ja, naja. Gut, in der nächsten Folge schauen wir dann, wie das Ganze läuft. Ich hoffe gut. Ich hoffe auf Gutes. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss.